Ein herzliches Willkommen zum letzten Tag des Finanzcrash-Kongresses 2022. Mein Name ist Albi und ich bin der Moderator für das jetzige Event. Ein herzliches Hallo auch an dich, Tim. Danke, dass du da bist. Ja, hallo Albi. Ja, freut uns, dass du da bist. Tim Schäfer ist seit 15 Jahren Korrespondent an der Wall Street. Er schreibt auch für mehrere Zeitungen und Magazine, wie zum Beispiel NZZ, Börse Online oder das Aktienmagazin. Der Titel heute lautet: Ein Vermögen aufbauen mit Buy and Hold. Bevor es losgeht, hol dir vielleicht noch etwas zu trinken und auch zu schreiben, damit du dir was notieren kannst. Wäre super schade, wenn du etwas verpasst. Apropos verpassen, sollte der Stream nicht einwandfrei laufen, da wir ja über mehrere Kanäle streamen, kommt bitte auf unsere Hauptwebsite geldhelden.org/finanzcrash. Dort sollte der Stream am flüssigsten laufen. Falls ihr Fragen habt, zögert bitte nicht, diese einfach in den jeweiligen Chat zu schreiben. Wir werden natürlich versuchen, diese zu beantworten. Damit übergebe ich nun das Wort an dich, Tim, und wünsche euch allen viel Spaß bei der Präsentation. Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Was mir wichtig ist und was ich euch erklären wollte, ist, dass also die Leute früh anfangen sollen, sich was aufzubauen, sparsam zu leben und automatisiert jeden Monat sparen. Am besten und am einfachsten ist das über ETF. Und im Grunde ist das total kinderleicht. Die Kunst ist nur, das eben durchzuziehen. Da scheitern viele dran, weil sie größere Wünsche haben, Konsumwünsche zum Beispiel oder vielleicht ein Wunsch, ein Haus zu bauen oder ständig ein neues Auto zu kaufen und so. Und da muss man irgendwo die Balance finden. Natürlich muss man sich nicht alles vom Munde absparen, sondern man kann da schon so eine Balance finden. Aber wichtig ist, dass man halt immer dran denkt, dass man sich da was aufbaut nebenher, was ja kein verlorenes Geld ist, sondern einem eine tolle Zukunft ermöglichen kann. Und das ist mir ganz wichtig, weil die gesetzliche Rente, die reicht nicht. Und das hat sich ja auch mittlerweile rumgesprochen. Aber leider ist bei vielen irgendwo noch nicht die Botschaft angekommen. Und die andere Sache ist, was die Deutschen so gerne machen, sie sparen und sparen und machen das alles aufs Sparbuch oder lassen es im Girokonto liegen oder machen Tagesgeld oder Monatsgeld oder Staatsanleihen oder unrentierliche Anlagen. Und man muss da schon Risiken eingehen, sonst wird die ganze Sache nichts. Weil wenn man die Inflation abzieht und hat Sparzinsen von 0,5% und hat 6% Inflation, das bringt alles überhaupt nichts. Das Schöne ist, wenn man das Risiko eingeht über die Börse, dann kriegst du eine relativ hohe Rendite. Und das kann eine Realrendite sein von 6% oder 5% nach Abzug der Inflation, was jedes Jahr für dich übrig bleibt. Und dann über die Jahre und Dekaden kann da so ein richtiger Schneeball ins Rollen kommen, der dann zur Lawine wird. Und am Ende des Tages hast du vielleicht einen Depotstand von 800.000 oder 1 Million. Und von der 1 Million kommt noch nicht mal die Hälfte von dir aus deinen ganzen Sparbeiträgen, sondern vielleicht nur 300.000 oder 250.000 und 750.000 kommt durch den Zinssystem. Jo, ich hoffe, das kommt gut an. Ich höre hier gerade, dass der Ton nicht so gut ist. Ich rede jetzt einfach mal weiter. Und das Problem ist immer wieder, dass die Leute da vom Weg abkommen und immer wieder haben sie dann Sachen wie zum Beispiel, haben sie dann Angst vor einem Crash oder vor einer Börsenkorrektur. Und in der Tat ist es so, dass die Kurse zurzeit fallen und die Börse sieht schlecht aus. Gerade am Freitag war wieder ein starker Einbruch in New York und an der Nasdaq, 2-3% Abschlag. Aber man darf sich davon überhaupt nicht verrückt machen lassen, denn es geht ja um die Durchschnittsrendite und so fallende Märkte sind eigentlich ideal, wenn man in der Ansparphase ist.
Und man muss das einfach durchziehen, jeden Monat weitermachen, Sparplan laufen lassen, weiter Aktien kaufen, weiter ETFs kaufen und sich nicht verrückt machen lassen. Und dann ein anderer Gefahrenpunkt ist, dass die Leute hergehen und meinen, mit extrem spekulativen Geschichten eine Überrendite zu erzielen, aber das geht auch meist in die Hose. Oder was auch gemacht wird, ist, dass halt viel gehandelt wird. Rein und raus in Aktien, rein und raus in irgendwelche ETFs und irgendwelche Optionsstrategien und so. Und das geht auch in der Regel, endet es auch ganz schlecht, schlechter, als wenn man so eine Buy-and-Hold-Strategie fahren würde. Einfach so stetig liegen lassen, weil man hat nicht nur die Transaktionskosten, die beim Trading weggehen und bei dem ganzen Handel, sondern man hat auch noch die Steuerbelastung bei Gewinnen und man hat ein falsches Timing, ein schlechtes Timing. Und wenn man das alles zusammenfügt, lohnt sich dieses Ganze hin und her unterm Strich überhaupt nicht. Ich habe noch eine Frage an dich, Tim. Ja? Weil manche schreiben, dass der Ton nicht gerade sehr gut ist. Hast du vielleicht ein Mikro- oder Kopfhörergriff bereit, die du verwenden könntest? Kopfhörer eventuell, aber ich habe die, glaube ich, nicht aufgeladen. Da müsste ich mal eine kleine Pause machen. Sollen wir das machen? Kannst du kurz schnell schauen, vielleicht, ob du eventuell Kopfhörer findest in der Nähe? Dann hoffentlich wird der Ton besser. Also ich kann nichts versprechen. Wir versuchen unser Bestes. Ich möchte euch nur noch mal jetzt in der kurzen Pause darauf hinweisen, dass ihr heute noch einmalig das Rettungspaket erwerben könnt. Über 36 Umsetzungskurse, Videokurse, Coachings und vieles mehr ist darin enthalten. Ein Gesamtwert von über 15.000 Euro. Nur noch heute ist die Möglichkeit, dass ihr das kauft für 399 Euro. Alternativ könnt ihr natürlich auch gerne das Staking betreiben, indem ihr unseren Money Hero Token für $500 staked, einen gewissen Zeitraum. Für wen das Neuland ist, auf unserer Webseite geldhelden.org/Finanzcrash gibt es dort eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man unseren Token erwerben kann und wie man Staking betreibt. Also, heute habt ihr noch einmalig die Chance, das Rettungspaket zu sichern mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Inhalten. Der Tim ist schon wieder zurück. Ja, ist jetzt besser? Also, ich glaube ja. Ich hoffe, der Ton klappt jetzt besser. Ja, also ich höre dich jetzt, ich habe dich davor schon recht gut gehört, aber ich glaube jetzt ist der Ton viel besser. Okay. Können wir einfach weiter probieren. Was ich also nochmal sagen wollte, dass die Leute halt immer wieder vom Weg abkommen. Man braucht eine positive Sparquote, man muss den Konsum eindämmen und man muss das halt ganz geruhsam machen, das stetige Sparen und Investieren. Und dann kann man eben die Marktrendite kriegen oder vielleicht ein kleines Tick weniger, aber man muss das einfach so durchziehen und dann ist man damit erfolgreich. Und man kommt halt vom Weg ab, wenn man anfängt mit diesen hohen Risiken, man tradet irgendwelche verrückten Penny-Stocks und dann hat man die Steuer, man hat das falsche Timing oder man hat irgendeine Schrottbude, man muss schon auf die Risiken aufpassen. Und am besten umgeht man das Ganze mit einem ETF. Und das ist so simpel. Ich habe einen ganz normalen Standard-ETF auf den S&P 500. Der kostet mich $3 für $10.000 Investment. Das ist so gering von den Kosten, man kann es kaum ausdrücken. 0,03% Kosten pro Jahr. Und das schlägt also 80% der aktiven Investmentfondsmanager. Das ist ein anderes Problem, was oft eingegangen wird, was viele Leute machen. Die kaufen teure Investmentfonds mit irgendeinem tollen Fondsmanager und macht dann irgendwo halt viel Werbung, aber die meisten versagen, die unterschreiten die Benchmark, den Vergleichsindex, und das ist auch ein ganz großes Problem, was kaum angesprochen wird und was die Leute irgendwie auch gar nicht so recht verstehen, aber da wird viel Marketing gemacht, viel Werbung, und dann kauft man irgend so einen verrückten Fondsmanager, der ein Millionengehalt verdient. Und man verdient am Ende schlechter, wie man mit dem Index, wie man mit einem ETF verdient hätte. Das ist ein anderes Problem. Also da kommen viele Sachen zusammen und deswegen scheitern auch die meisten, wenn es darum geht, sich ein schönes Depot aufzubauen.
man muss da richtig konservativ sein, man muss stetig sein, man muss ein bisschen Ehrgeiz haben, man muss auch dran glauben, das ist auch mental, die mentale Einstellung muss vorhanden sein, dass man weiß, dass man nicht arm ist und dass man was bewegen kann, dass man was erreichen kann finanziell. Da ist auch schon ein großes Problem, wenn man sich arm fühlt oder fühlt, ja, wie ein Loser oder so, und dann ist halt auch schon verkehrt. Also man braucht eine positive Grundeinstellung gegenüber dem Aktienmarkt und gegen dem eigenen Ich. Und dann kann man ein enormes Depot aufbauen mit einem normalen Gehalt. Also ich habe ja auch nicht verrückt verdient und habe mir ein Millionendepot aufgebaut. Und das ist alles möglich mit Geduld, Stetigkeit, Sturheit, nicht verrückt machen lassen. Und mein Vorteil war noch, weil ich habe sehr sparsam gelebt in WGs, Studentenwohnheim, und dadurch mit vielen Nebenjobs war es möglich, bei mir ohne Erbe oder so eine relativ hohe Sparquote zu haben, und so habe ich immer Geld geschaufelt in die Aktienmärkte, auch wenn sie mal jahrelang nach unten gegangen sind, wie nach dem Platzen der Dotcom-Blase, habe ich richtig viel Geld reingepumpt. Im Grunde auch jeden Monat, immer wenn was übrig war, investiert. Und Leute, alles perfekt habe ich auch nicht gemacht. Ich habe auch Schrottbuden erwischt und die habe ich noch im Depot. Ich lasse alles liegen, wie es ist. Ich mache extremes Buy and Hold, das heißt, ich verkaufe keine Aktie. Ich habe auch mal ein teures gebrauchtes Auto gekauft, was, naja, im Rückblick übertrieben war. Ich habe mir mal ein Büro gemietet in New York, was ziemlich viel Geld gekostet hat, viel zu lange, wo ich ganz selten war, einmal die Woche oder so. Also perfekt habe ich es nicht gemacht, man darf sich auch da nicht verrückt machen lassen, Fehler sind in Ordnung, das passiert, vollkommen okay, und so kann man das alles durchziehen. Ja, jetzt muss ich mal schauen, ob es da noch Fragen gibt von den Leuten, die hier sind. Also jetzt muss ich mich da mal, wenn ihr Fragen habt, bitte stellt die. Ich hoffe, das Grundkonzept ist ja eigentlich ganz einfach. Das Problem ist halt, ja, das ist, ja, das sind so viele Sachen. Ich glaube, das Grundproblem ist erstmal, das wie man es über sich selbst denkt halt. Das ist wie bei der Fitness. Wenn du fit werden willst, musst du dich so vorstellen, in deinem inneren Auge, wie so ein Athlet. Halt fit. Und das Gleiche geht es bei der finanziellen Freiheit oder bei den Finanzen, dass du dich nicht arm fühlst, sondern du fühlst dich reich, und wenn du das mental richtig aufsetzt, dann machst du eigentlich die ganzen Schritte, die dorthin führen, richtig, und dann wirst du viel erfolgreicher sein. Also das ist die Grundvoraussetzung, das Mentale, und dann Schritt für Schritt vorgehen, man sucht dann nach Sparmöglichkeiten, die großen Kostenblöcke. Natürlich haben viele Probleme jetzt mit der Inflation, die großen Kostenblöcke sind Wohnen, Mobilität, also Auto. Und das dritte sind Lebensmittel und Restaurants und Entertainment und so. Aber auch wenn es jetzt nervig ist mit der Inflation, man findet immer Sachen, wo man was kürzen kann, was sparen kann. Oder man nimmt einen Nebenjob dazu, wenn einer die Zeit hat, die Lust. Man sucht sich natürlich, du suchst dir was, was dir Spaß macht, jobmäßig. Und dann machst du vielleicht am Nachmittag oder mal einen halben Wochentag noch einen Nebenjob. Da kann man viel, viel erreichen, wenn man da nochmal zusätzlich 500 Euro hat im Monat, die übrig sind, und die gleich nochmal in den ETF reingibt, vielleicht in den Welt-ETF. Das muss jeder selbst entscheiden. So eine Anlageempfehlung will ich jetzt gar nicht machen. Man weiß ja gar nicht, in 20, 30 Jahren, welches Land wird führend sein. Sind es die USA, ist es China oder ist es gleichgewichtet? Also ich habe viel S&P 500 Indexfonds reingenommen bei mir. Ich bin zuversichtlich, was die USA angeht. Aber die einzelnen Entscheidungen, da kann man sich auch im Detail verlieren. Dann fragen manche, soll ich thesaurierend nehmen oder soll ich ausschüttend ETF nehmen und so, oder einzelne Prozentpunkte, oder man ist sich unsicher, wenn einer eine Airline kaufen will und dann weiß er nicht welche. Und dann nimmst du vielleicht alle drei führenden, so wie das Warren Buffett macht. Aber das Grundkonzept ist wichtig, und wenn man das aufsetzt und einfach laufen lässt und nicht so viel Angst hat und zuversichtlich ist, und dann kann man da sehr, sehr weit kommen. Und das kann also mit einem normalen Gehalt, es ist unglaublich über die Jahrzehnte, was da entstehen kann. Man muss halt einen Crash aussitzen, eine Krise, eine Rezession, so. Und einfach weitermachen. Was heißt aussitzen? Einfach weitermachen. Stur und stetig weitersparen, weil
wenn es runtergeht, kriegt man alles verbilligt und es wird immer wieder neue Rekorde geben, wenn man sich die Börsenhistorie anschaut. Und dann kommen immer wieder Leute und sagen, Mensch, ja, das stimmt ja, aber Wirecard ist bankrott gegangen oder dies und das, die haben immer Gegenargument. Oder Japan 20 Jahre in der Krise, ja. Aber du kaufst ja weiter, du kaufst ja nicht nur an der Spitze, ja, von der, als Japan in der Riesenblase war, sondern auch im Abfall kaufst du weiter und hast davor gekauft und dadurch kriegst du trotzdem einen guten Schnitt. Und man kauft ja nicht nur japanische Aktien, sondern man macht eine Mischung, man hat amerikanische, man hat einen Welt-ETF und so kann man die Risiken gut steuern und hat eine super Rendite. So, das digitale Geld, da habe ich, keine Kryptos, habe ich nicht, ich mache nur Value-Aktien und Wachstumsaktien, ich habe alle Fang-Aktien, ich habe die leiden jetzt, aber ich werde auch weiter aufstocken und ich habe viele Value-Aktien, Dividenden, Aristokraten, sowas wie Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Chevron und ja, da bin ich total zuversichtlich, alle Dividenden, die bei mir reinkommen, reinvestiere ich und so mache ich das ganz geruhsam, der Trick ist nie verkaufen, ja, immer liegen lassen, auch mal Schrott wird dabei sein, lasse ich liegen, manche Firmen erholen sich wieder, manche nicht, schreibe ich ab. Aber du brauchst im Grunde nur eine Handvoll Überflieger und dann ist gut. Ja, so. Ja, die Altersvorsorge, man kann da wirklich viel erreichen und man muss dran glauben und das einfach durchziehen. Und meine Netflix, weil das hier angesprochen wird, ist eingebrochen. Da stehe ich aber immer noch rund 3.000% im Plus, weil ich eben Buy and Hold mache und ich überlege mir da aufzustocken. Dann hast du natürlich eine kleine Cashquote, die braucht man für Notfälle, wenn die Waschmaschine kaputt geht oder das Auto oder irgendwas, dann hast du vielleicht 3.000 oder 5.000 Euro. Und das ist alles, mehr braucht man im Grunde gar nicht für einen Durchschnittshaushalt, denke ich mal, an Liquidität. Gut, wenn einer sehr viel verdient, ein hohes Budget hat, braucht er etwas mehr, aber so für einen Durchschnittshaushalt reicht eine kleine Cashquote, Konsumschulden braucht man überhaupt nicht. Ich lehne es auch ab, Sachen mit 0% zu finanzieren, weil das so ein, da gerät man in irgendwie so eine Tretmühle rein, finde ich einfach nicht dafür. Jo. So. Dann wollte ich euch einfach Mut machen, jetzt auch in der Korrektur einfach weiterzumachen. Und ja, motiviert zu sein, das ist mental, das ist halt schwierig, wenn du halt dann ständig nachguckst im Depot und dann geht's runter und dann denkst du, Mensch, jetzt habe ich wieder eine Sparsumme investiert, in dem Monat vielleicht 1.000 Euro und jetzt stehen sie bei 800 und dann denkst du, meine Güte, das war ja wieder nix. Und dann irgendwie im nächsten Monat geht's nochmal weiter runter und dann passiert das Gleiche. Und dein Depot rutscht ins Minus und dann denkst du, oh je, und irgendwann ist es so weit, dass manche Leute in einer Rezession oder in halt einem schweren Bärenmarkt dann aussteigen. Und dann verkaufen sie mit Verlust oder haben halt Angst, dass es noch weiter runtergeht. Und das darf man halt nicht machen. Man muss einfach das stur durchziehen. Die Börse erholt sich immer wieder. Nach jedem Bärenmarkt kommt ein Bullenmarkt. Und das war schon immer so. Und ein Bärenmarkt ist hart auszusitzen und durchzuziehen, aber einfach weitermachen. Und das ist die ganze Kunst, weil die Weltbevölkerung wächst, der Fortschritt ist überall und die Firmen, die führenden Firmen sind total clever, wie sie den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen, ob das eine Apple ist oder die Autohersteller oder irgendein Streaming-Kanal, die holen immer wieder mehr Geld in ihre Taschen und deswegen steigen die Aktienkurse. Natürlich bieten sie auch dem Kunden in der Regel einen Mehrwert, die Kunden sind damit zufrieden, deswegen funktioniert das ganze System, aber man selbst als Konsument muss ich fragen, was brauche ich eigentlich? Was macht mein Leben wirklich wertvoller? Und wie viel Plunder, wie viel Zeug brauche ich im Kleiderschrank? Oder in der Garage? Oder im Dachboden? Manche kaufen ja so viel, dass jeden Tag ein Amazon-Paket vor der Haustür steht. Ja, da muss man halt irgendwo suchen, dass man da ein paar Abstriche macht und so vielleicht einen Mittelweg geht oder ich habe einen ganz extremen Weg eingeschlagen. Vielleicht war es auch ein Tick zu extrem mit meiner Sparsumme.
Aber Leute, da muss jeder schauen, wie er sich aufstellt. Und das ist eine individuelle Entscheidung, wie hoch dann deine Sparquote ist und wie du mit dem ganzen Stress von der Börse umgehst. Auch gut ist, dass man nicht jeden Tag reinschaut ins Depot. Braucht man eigentlich gar nicht. Ja, so. Und im Großen und Ganzen ist das die ganze Story eigentlich. Weil ich treffe als Leute, Leser von meinem Blog timschäfermedia.com oder von meinem YouTube-Kanal in New York, die sagen als, hey, ich bin im Urlaub, oder jetzt war einer da, der geht, der ist zur Berkshire Hauptversammlung nach Omaha weitergeflogen, und dann treffe ich die zu einem Kaffee, und das sind echt fantastische Stories, das sind richtig motivierte Leute. Und da habe ich einen getroffen, der arbeitet irgendwie in der Konstruktion und macht für so Ladengeschäfte so Designs und so. Und der hat mir seine Story erzählt, und das war beeindruckend, dass er sehr viel spart und investiert. Er muss dann immer ins Ausland reisen für eine gewisse Zeit, für 3 Monate oder so, um irgend so ein Renovierungsprojekt zu betreuen. Und das hat mich echt beeindruckt, was für Storys die Leute mir da erzählen. Und die erkennen dann auch oft, manche steuern dann nur um sagen, Mensch, ich habe früher viel konsumiert oder immer Wert gelegt auf ein neues, schönes Auto, aber das ist gar nicht so wichtig. Ich habe lieber die Freiheit, vielleicht mal mit 50 auszusteigen oder einen Teilausstieg zu machen. Oder ja, einfach auf einem kleineren Konsum zu leben, macht irgendwie mehr Sinn. Wir machen andere Sachen. Und reisen kann man ja trotzdem. Man braucht ja vielleicht nicht das 5-Sterne-Hotel. Da macht man vielleicht dort Abstriche. Man kann zu Hause kochen und genauso viel Spaß haben oder grillen mit Freunden im Garten. Kann genauso viel Spaß machen, wie im Restaurant zu sein oder sogar noch mehr Spaß machen. Ja, also da gibt es so viele Möglichkeiten. Es ist so unglaublich. Und man tut auch noch viel für den Umweltschutz. Ich kaufe zum Beispiel Secondhand-Kleidung. Ich gehe gern wandern. Das kostet im Grunde gar nichts. Und so mache ich meinen Alltag. Jo. Buy and hold ist echt das überlegene Instrument, die überlegene Vorgehensweise. So wie es Warren Buffett macht, von dem habe ich so viel gelernt und dem habe ich auch viel zu verdanken. Und man kann das einfach kopieren, diese ganze Renditemaschine nutzen. Und ja, das ist eigentlich die Kernbotschaft. So. Und einen Geheimtipp gibt es eigentlich gar nicht. Und so einen Trading-Tipp, denn das ist so simpel alles. Ich habe auch schon den Vanguard-Gründer interviewt, den Jack Bogle. Und der ist leider verstorben. Das war ein super Typ. Und der hat auch ganz einfach gelebt. Und der hat den Menschen eigentlich geholfen mit Vanguard, mit diesen ganz günstigen ETFs. Das ist so eine Art genossenschaftliches Modell. Die verdienen gar kein Geld direkt damit, sondern die wollen der Gesellschaft auch helfen. Mit ihren Vanguard-Fonds, den ETFs in Amerika, hat er das aufgesetzt und ein erfolgreiches Modell geschaffen. Es ist fast kostenloses Sparen für die Rente mit den ETFs bei Vanguard, mit den Standardprodukten. Immer die Standardprodukte, das Hauptprodukt nehmen, nicht so Spezialdinger, die kosten oft unnötig Geld und man weiß gar nicht, ob die überhaupt eine Outperformance bringen und ob sich das lohnt, sondern einfach den Welt-ETF von Vanguard kaufen oder von iShares, von BlackRock. Simpler geht's gar nicht. Jo, jetzt schauen wir mal. Okay, was hältst du vom Rettungswas? Okay, habt ihr noch Fragen? Ja, die Kernbotschaft, genau, in schlechten Börsenzeiten, man muss sich eigentlich freuen, wenn man jetzt in der Sparphase ist, und dann kannst du verbilligt nachkaufen und kannst, man braucht gar nicht nachschauen nach den Börsenkursen, man kann seinen Hobbys nachgehen, seinem Job nachgehen, sich auf die Karriere fokussieren, man braucht da gar nicht reinschauen, und in 10 Jahren wird das alles besser und höher stehen. Wir haben eine so schlechte Stimmung, wir haben den brutalen Krieg in der Ukraine, wir haben so viele Inflationsängste, wir haben Konjunktursorgen, wir haben die Zinserhöhungen der Zentralbanken, die Federal Reserve wird ja einiges erhöhen, deswegen sinken die Kurse.
Wir haben so viele Probleme, Lieferengpässe, Chipkrise. Es ist unglaublich, wie die Medien, wie schlecht die Stimmung ist. Wir haben Einstellungsprobleme, wir haben, also Corona ist noch in aller Munde. Und man kann das wirklich nutzen. Diese ganz schlechte Stimmung ist eigentlich eine super Einladung, um noch weiter zu machen, weiter aufzustocken, weiter zu kaufen. Schlechter könnte die Stimmung ja gar nicht sein. Also ich bin da total zuversichtlich langfristig und finde, das ist eine super Chance. Vielleicht man kauft sich noch ein paar Dividendenaristokraten. Da gibt es ja ganz tolle, ich habe ja ein paar genannt. Oder macht einfach mit dem ETF halt weiter. Ja, oder was weiß ich, Software oder bei den Fangaktien sind ja viele, viele schwer eingebrochen. Haben ja auch schwächere Zahlen vorgelegt. Die laufen ja auch durch so einen Zyklus, weil die Leute wollen wieder reisen, die müssen wieder zur Arbeit. Das heißt, diese ganze Internetkonjunktur lässt nach dieser Sonderkonjunktur durch die Pandemie, dass die Leute daheim waren, waren lange Zeit am Rechner, haben ja E-Commerce-Shopping gemacht, Google-Suche, YouTube geschaut. Das lässt alles ein bisschen nach jetzt. Und jetzt kommen wieder die klassischen Aktien, die Reise, die Reiseaktien, die Airlines und so weiter und so fort. Die Kreuzfahrtschiffe laufen wieder. Und traditionelle Geschichten laufen wieder. Vielleicht Bürovermieter erholen sich, REITs kann man sich anschauen. Alles ein Zyklus. Wenn ich was kaufe, lasse ich es einfach liegen. Nie mehr verkaufen, das ist meine Strategie. Und Fehler mache ich und perfekt ist die Strategie auch nicht. Es gibt viele Strategien, die zum Erfolg führen. Und da muss auch jeder seine Schwerpunkte setzen und muss einfach dann selbstsicher das durchziehen und nicht ständig das in Frage ziehen und sich ständig Gedanken machen und Sorgen machen. Einfach durchziehen und einfach dabei bleiben. Das ist die ganze Kunst und es gibt gar keinen Geheimtrick eigentlich. Okay. Ja, hallo Tim. Es hat einige Fragen im Chat gegeben. Ich blende die jetzt unten ein. Eine wäre von Steven Duncan. Hallo, ich bin Familienvater mit zwei Kindern. Neben der Abzahlung unseres Hauses können wir 300 Euro monatlich für unsere Kinder sparen. Wie würdest du dieses Geld anlegen? Ein World ETF bei einem Discount-Broker einrichten oder bei einem ganz günstigen Broker und fertig und jeden Monat da reinsparen. Vielleicht auch so ein Kinderdepot machen. Ja? Hast du noch eine Frage? Ja, es hat noch mehrere Fragen gegeben. Ich musste den Chat, da sind sehr, sehr viele Kommentare, sehr viele Wörter. Wo steht? Ach, das sind so viele Kommentare. Ja, was man machen kann, hier war einer, naja, man kann zum Beispiel bei der Miete oder so, du kannst in der Nähe von der Arbeit ziehen, selbst wenn es 100 oder 200 Euro mehr Miete ist, aber du kannst dir vielleicht das Auto sparen. Das ist die Pendelei, die Zeit, die da vergeudet wird. Das ist vielleicht noch ein Trick, oder? Man kann 300 Euro monatlich mit 38 Jahren anfangen. Wo jetzt rein investieren, hat einer noch geschrieben. ETF, World ETF. Von Vanguard oder iShares. Von Mare Brothers noch. Wo genau? Von All World. Noch eine persönliche Frage. Von wo aus Österreich kommst du? Hat nichts mit dem Thema an sich zu tun, aber vielleicht... Ich komme nicht aus Österreich. Du kommst aus Österreich, oder? Ja, genau, aber eher Grenze zur Schweiz. Hier noch, Tim, eine Frage an dich von DK. Würdest du 100k einmalig in ein ETF einspeisen oder sparplanmäßig über einen längeren Zeitraum? Ja, ich würde es einmalig machen. Da gibt es so Studien zu, dass im Schnitt das Einmalige lieber heute als morgen ist besser, weil die Börse jeden Tag eine kleine positive Mikrorendite erbringt. Und wenn du das dann streckst, ist statistisch gesehen, hast du weniger als sofort. Sofort ist besser investieren, alles. Ja. Aber man weiß es nicht, das ist alles so eine Timing-Sache. Und ich würde aggressiv heute investieren, aber Anlageempfehlung kann ich keine geben, denn ich weiß auch nicht alles.
Der Silvio fragt noch, Lumina Technologies, ein Kauf? Oder habe ich mich nicht mit beschäftigt? Hier ist noch jemand, Sparplan auf Berkshire. Ich finde das super, ich habe eine große Position Berkshire. Das kann man auch machen, das ist fast wie so ein ETF. Aber ist halt eine große Firma, da hast du halt auch ein Risiko. Ein größeres Risiko, als wenn du ein S&P 500 machst, dann hast du 500 Firmen anstatt eine. Aber ich finde Berkshire super, ja, warum nicht? Und wir haben eine Frage vorhin eingeblendet, die nicht beantwortet wurde, von Paddy N. Was hältst du von der Strategie von Beate Sander, gerade im Hinblick mit deiner Netflix-Position? Würdest du es Sinn machen, einen Teilgewinn zu realisieren oder davon Aktien zu kaufen? Ich blende es mal ein. Dann solltest du es unten am Bildschirm sehen. Ja, ich verkaufe ja nicht, weil du hast ja auch dann die Steuer wieder, Transaktionskosten. Und naja, schau mal, Amazon oder Apple, wenn du da Teilverkäufe gemacht hättest, hättest du viel Rendite aufgegeben. Halte ich nicht viel von, aber gut, das ist ihre Strategie und jeder muss seinen Weg gehen. Sonst wird hier noch eine Frage von ach was, sowas. Hallo Tim, wie wird die Inflation in den USA wahrgenommen? Gibt es Unterschiede zu uns? Wie reagieren die Amerikaner darauf? Inflation siehst du ja überall im Supermarkt, an der Tankstelle. Die Amerikaner, wie die darauf reagieren, die kündigen auch so Abos. Die gehen wahrscheinlich dann, ich vermute mal, vielleicht kürzer in den Urlaub. Oder ja, die suchen sich halt Sparmöglichkeiten. Vielleicht haben sie so einen Container gemietet für den Plunder zu Hause und kündigen das oder haben zwei sogar gemietet. Die suchen sich dann schon irgendwo Möglichkeiten, wo sie was sparen können. Und oft ist das auch gezwungenermaßen, weil sie knapp bei Kasse sind. Mit MKI Kanal 29 fragt, was du von Alphabet haltest. Was hältst du von Alphabet? Super, die habe ich. Ist ja ein Gigant. Da gehört ja YouTube dazu, Gmail. Dann haben die ein autonomes Fahren viel investiert. Waymo heißen die, glaube ich. Und was haben die noch? Das ist ein Riesenladen. Und sehr erfolgreich. Jeder kennt ja die Google-Suchmaschine und YouTube. Also die Welt wird immer digitaler und die haben gigantische Datenmengen gesammelt und total clever aufgestellt. Stark auch in der Cloud sind sie jetzt. Hohes Wachstum haben sie dort, aber noch verlustreich, soweit ich weiß. Aber die bauen auch noch immer mehr Geschäftsfelder auf und sind sehr kreativ. Ja, weil auch viele in den Chat fragen, wer ich bin und über was das läuft, möchte ich das kurz klarstellen. Wir sind hier auf dem Finanzcrash-Kongress 2022, wie ich beim Intro schon gesagt habe. Das ist ein kostenloser Kongress, wo 41 verschiedene Speaker, unter anderem auch Tim, Vorträge kostenlos halten. Und im Nachhinein können die Leute ein Rettungspaket kaufen, wo Umsetzungskurse, Videocoachings und alles Mögliche dabei ist. Also es ist jetzt im Chat öfters gefragt worden, wer ich bin und was das geht. Ich werde danach am Ende nochmal genauer drauf eingehen, auch die Webseite zeigen. Ich glaube, das war am Anfang nicht klar, dass der Team bei uns auf dem Finanzcrash-Kongress spricht. Drum, ihr seht ja auch bei mir im Bild, hielten das Rettungspaket eingebildet. Das ist ein kostenloser Kongress, der jetzt über die letzten Tage stattgefunden hat, wo 40 Speaker zu verschiedensten Themen von Immobilien, Aktien, Kryptowährungen, alles Mögliche geredet haben. Und deshalb bin ich auch hier und habe auch hier die Werbung eingeblendet. Und ich werde am Ende nochmal genauer darauf eingehen. Aber jetzt können wir nochmal auf die Fragen eingehen. Das haben wir schon. Es sind so viele Nachrichten geschickt worden, ich muss es lesen. Ja.
wer ist der Typ denn? Jetzt habe ich mich ja schon vorgestellt. Ich bin ein Moderator von den Geldhelden. Hier, Zapzap, warum kein Sparplan auf Berkshire? Ja, das habe ich ja schon mal kurz gesagt. Also, das kann man machen. Der Warren Buffett ist ja ein Finanzgenie, der ist super aufgestellt. Und was der im Grunde macht, ist, der hat viele Versicherungen und die nehmen ja jeden Monat oder jedes Jahr Prämien ein. Und typischerweise haben die Versicherungen das früher in Staatsanleihen investiert, ganz sicher. Für den Fall, dass ein Risiko eintritt, zum Beispiel ein Wirbelsturm, zerstört viele Autos, dann müssen die Autos erstattet werden oder Häuser werden zerstört. Und da muss das halt Geld immer liquide sein. Und Warren Buffett ist vorgegangen, anstatt es in Staatsanleihen zu investieren, diesen ganzen Float, hat er zum Teil das Geld an der Börse investiert in ganz konservative Aktien, sowas wie Procter & Gamble und so damals. Und dadurch hat er eine Überrendite erzielt und hat auch so einen Schneeball entwickelt. Das ist eigentlich clever. Dadurch ist er sehr erfolgreich geworden. Ja, dem Team ist sehr wohl klar, dass er auf unserem Finanzcrash-Kongress als Speaker speakt, weil da ist noch die Frage, ob dir das klar ist, dass du mit uns da im Event dabei bist. Wie schon gesagt, das ist ein kostenloser Finanzcrash-Kongress, wo auf verschiedenste Themen eingegangen sind. Ja, ich habe einfach gesagt, ich mache gerne bei euch mit und möchte einfach die Botschaft teilen, dass man sich eine Altersvorsorge aufbaut. Wir haben noch gar keine monetäre Beziehung miteinander. Ich habe gesagt, ich gebe gerne meine Zeit für die Botschaft, weil also ich finde es sehr schwierig, wenn ich Leute sehe, die so kämpfen finanziell, und das ist echt traurig zum Teil, wenn du so Altersarmut siehst und Leute, die sich überschulden. Also ich kenne das auch im Bekanntenkreis. Gibt es Leute, ja, das ist ganz traurig zum Teil, was da passieren kann. Wenn du zu hohe Wünsche hast und die lassen sich einfach nicht finanzieren. Und ich glaube, das war es jetzt mit den Fragen, so zu Fragen an dich. Viele Leute fragen eben über das Rettungspaket. Habt ihr noch Fragen an den Tim? Nadine, es ist also das letzte Kommentar. Wir möchten nicht mit Druck irgendwas an irgendjemanden verkaufen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob man das will. Wissen und Investments, das muss man selbst tätigen. Ich persönlich, wir haben hier einen super Kongress auf die Wege gestellt, wo auch der Tim Schäfer glücklicherweise einen Vortrag hält und 40 andere Speaker zu unterschiedlichsten Themen. Ich glaube, das war vielen auf deinem Kanal jetzt unklar, worüber das jetzt gestreamt wurde, weil es ist auf deinem Kanal auch gestreamt. Der Kongress war das ganze Wochenende kostenlos. Es gibt auch noch zwei weitere Events heute am Abend und später um 6 Uhr und um 9 Uhr. Und es wird keiner gezwungen, irgendwas zu kaufen. Klar machen wir auf unserem kostenlosen Kongress Werbung für unsere Arbeit, für unsere Pakete, die wir verkaufen. In diesen Paketen sind auch Inhalte von vielen Speakern und auf dies werde ich noch genauer eingehen. Ja. Und hier noch eine Frage vom Joel. Wie fandest du das Berkshire Annual Meeting gestern? Das war gestern. Oh, ich muss zugeben, ich habe es gestern gar nicht verfolgt. Ich bin in meinem Berghaus und da habe ich Gartenarbeit gemacht. Und wir wollen das vermieten über Airbnb. Und da habe ich so ein bisschen aufgeräumt im Garten. Da waren so umgefallene Bäume rumgelegen, die habe ich klein geschnitten und so. Aber ich ziehe mir die Rede noch rein. Ich glaube, die kann man bei Yahoo Finance, kann man die Berkshire-Rede von Warren Buffett und Charlie Munger, ich glaube, das kann man sich nachträglich noch anschauen. Also empfehle ich auch jedem. Was ich nur so überflogen habe, er war sehr kritisch, was Bitcoin anging. Und das ganze Gamble, das ganze Zocken an der Börse,
das Ganze hin und her, und da ist er sehr kritisch. Der ist auch ein geruhsamer Anleger, das habe ich ja auch von ihm gelernt. Der hält Aktien mehrere Jahrzehnte lang, 40 Jahre ist er bei American Express oder bei Coca-Cola ist er schon Ewigkeiten, 20, 30, 40 Jahre, ist der Wahnsinn. Und die erfolgreichen Firmen werden immer erfolgreicher, die machen Aktienrückkäufe, steigern ihre Dividenden, steigern ihre Jahresüberschüsse und dehnen ihr Geschäftsfeld aus, gehen in neue Länder. Und dadurch werden die immer effizienter, immer erfolgreicher, weil die auch dazulernen und neue Produkte dazu nehmen, Konkurrenten übernehmen und so. Die werden immer besser und die Kunden immer zufriedener. Also wenn man sich erfolgreiche Firmen raussucht mit einem guten Management, das ist schon die halbe Miete. Mhm. Der Daniel Rai fragt noch, dieses Jahr in Rohstoffe investieren, was hältst du davon? Ja, man kann schön streuen. Ich habe ein paar Rohstoffaktien und ein paar Bergbaubetriebe in meinem Depot. Warum nicht? Aber Rohstoffe direkt würde ich jetzt nicht kaufen, sondern eher einen Betrieb, vielleicht der Kupfer abbaut oder Gold oder Silber. Und dann profitiert man auch über die Gewinne der Firmen und nicht nur über den Rohstoff an sich. Meine Frage, aber das ist auch Geschmackssache, das muss jeder selbst entscheiden. Ja. Siehst du eigentlich einen Finanzcrash auf uns zurollen oder welche Meinung hältst du zu diesem Thema? Weil es ist eigentlich das Thema vom Kongress. Und ja. Was denkst du da persönlich? Ja gut, wir haben schon ein paar Probleme. Ich habe es ja angesprochen, der Krieg in der Ukraine. Wir haben Inflationsprobleme und Chipkrise, Versorgungsengpässe und Corona immer noch wütend, wobei es abklingt. Und ich finde das eine super Chance, um weiter aufzustocken, zuzukaufen, zuversichtlicher zu werden als Aktieninvestor, als zum Einsammeln. Und ein Finanzcrash würde ich jetzt nicht vorhersagen, aber wenn der kommt, dann sieht sich das aus und kauft weiter zu. Also ich lasse mich da nicht verrückt machen. Mhm. Hier noch eine Frage von... Opa, der Chat blutet. Wie ist deine Einschätzung zur weiteren Entwicklung des Nasdaq 100 in diesem Jahr? Bei mir hängt das jetzt irgendwie, sollte jetzt eigentlich eingeblendet werden. Opa, ja, jetzt. Ja, Nasdaq, die hat auch schon stark korrigiert. Insgesamt bin ich da positiv, auch langfristig auf jeden Fall. Und da war noch eine Frage, Immobilien in Deutschland, die sind schon stark gut gelaufen. Und da gibt es Warnungen, das sei eine Blase und so, ich habe da keine Ahnung. Aber wenn sich da jemand auskennt in der Region oder findet per Zufall einen guten Deal und kann das noch relativ günstig finanzieren, vielleicht eine Wohnung oder ein Haus, was renovierungsbedürftig ist, und wenn das Sinn macht, würde ich mir vielleicht sowas auch anschauen. Wenn es nicht zu verrückt ist, preislich, hängt alles vom Einzelfall ab, ist schwer zu sagen. Aber generell sind die Immobilienmärkte gut gelaufen, extrem gut. Gerade auch in Österreich, in Deutschland sind schon sehr, sehr teuer geworden. Also hat sich die Immobilienmarkt ist sehr gestiegen. Also, ich komme aus Vorarlberg, da sind gewisse Preise in den letzten 10, 15 Jahren enorm gestiegen am Immobilienmarkt. Ja. Und wie bleibst du optimistisch in so schwierigen und positiv in solchen schwierigen Zeiten? Jetzt, ja, du schaust dir am besten so Langfristcharts an von der Börse und dann siehst du die ganzen Einbrüche, die sind zwar heftig in dem Moment, aber im langen Schnitt machen die kaum was aus. Ja, wenn du dir anschaust, 100 Jahre, den Dow Jones oder so. Und deswegen bin ich immer so zuversichtlich. Langfristig denken, buy and hold, wie schon nur dein Titel gesagt hat. Richtig. Ja. Extremes. Nicht mehr hergeben, nicht das Finanzamt beteiligen an deinen Gewinn.
nicht den Broker an den Transaktionskosten beteiligen, sondern bei der Auswahl aufpassen, dass man was Solides kauft und dann einfach nicht mehr hergeben und vielleicht noch auf zukaufen. Ich kaufe auch immer wieder zu. Ich habe Chevron, wie hier stand, und kaufe jedes Quartal immer weiter dazu. Ja, ich glaube, wir haben jetzt viel schon durchgesprochen. Bitcoin und Kryptos habe ich keine. Da habe ich auch gar keine richtige Meinung zu irgendwie. Passt das nicht zu meinem Konzept? Siehst du persönlich in Kryptowährungen Zukunftspotenzial oder hast du dich mit dem Thema auseinandergesetzt? Oder? Ja, aber ich habe nicht investiert. Es kann sein, dass so eine digitale Währung kommt, aber ich habe keine Kryptos gekauft und werde dann ja auch nicht investieren. Und sonst von den Fragen... Also es sind sehr, sehr, sehr viele Fragen im Chat. Also ich komme, also sehr viele Kommentare im Chat. Ich kann da nicht auf alles eingehen. Ich werde am Ende dann jetzt nochmal schon auf das Rettungspaket eingehen und auf den Kongress. Aber stellt euch die Fragen noch an den Team, solange wir jetzt noch mit dem Team reden können. Hier noch eine Frage vom PH. Hey Team. Ei, das ist unglaublich, der Chat ist so voll, ich kann da... Hier, hey Tim, du investierst ja schon länger nach der Buy-and-Hold-Strategie. Mit welcher Rendite kann man da so im pro Jahr rechnen? Seit wann investierst du an der Börse? Hast du bei Null angefangen, vom P&H? Ja, ich habe bei Null angefangen. Ich habe als Jugendlicher Nebenjobs gehabt schon und Zeitung ausgetragen, jedes Wochenende. Die Welt am Sonntag, die Bild am Sonntag. Da war ich, naja, ich habe mit 15 eigentlich schon angefangen. Ja, also erst mein Bruder hat das gehabt. Ich habe dem dann ausgeholfen, dann habe ich es übernommen mit 16. Und ständig am Arbeiten und ja, und dann habe ich so nach und nach, als ich 20 war, mit Aktien angefangen. Erst mit traditionell mit so Sparbüchern und auch Festgeld, was eigentlich auch ein Fehler war. Da hätte ich mehr Risiko eingehen müssen. Und so habe ich das dann gemacht. Welche Rendite habe ich gar nicht ausgerechnet, kann ich gar nicht sagen, aber es hat sich fantastisch gelohnt. Also ich bin jetzt finanziell frei, ich habe keinen Chef mehr, ich lebe in New York und gestalte meinen Tag, wie ich möchte. Ja, weil da hat jetzt der MKT-Kanal 29 fragt noch, startest du nicht irgendwann mit einer Entnahmphase? Also dass du das... Das hat jetzt wohl angefangen. Ja, also ich arbeite noch als freier Journalist und das deckt meine Kosten, deswegen brauche ich noch gar nicht mit der Entnahmephase anzufangen, weil mir macht mein Job auch Spaß als Journalist. Das ist mein Hobby eigentlich. Ich schreibe gerne über Sachen wie Berkshire oder Coca-Cola und so. Das ist super spannend für mich, ich lese das gerne, die Geschäftsberichte und so, mache gerne Interviews und deswegen bin ich noch nicht in der Entnahmephase, aber ich kann jederzeit anfangen. Aber es ist auch gar keine Entnahme im klassischen Sinne nötig. Ich muss nichts verkaufen, weil die Dividenden würden schon einen Großteil abdecken. Und dann habe ich noch andere passive Einnahmemöglichkeiten wie die Mieteinnahmen. Und das aufsummiert, davon könnte ich leben. Ich habe kein Auto zum Beispiel. Okay. Aber in New York auch nicht so wichtig, oder, ein Auto? Wenn du jetzt gesagt hast, du lebst in New York. Nee, du hast eine tolle Busverbindung an U-Bahn und so, genau. So aus dem Grund nehme ich gerne den Bus. Das ist stressig, Autofahren in der hektischen Stadt. Na eben, aber wenn man dann am Land lebt, weit entfernt, schlechte Busverbindungen, dann ist das vielleicht logischer, dass man ein Auto kauft oder es sind wieder so Abwägungen. Richtig, aber da braucht man ein Auto, aber... Brauchst du da einen nagelneuen SUV für 70.000? Genau. Wenn jemand nur 30.000 verdient, das frage ich mich halt dann auch immer. Naja, ich habe sehr lange in Wien gelebt und da war es mit dem Fahrrad auch viel besser wie mit einem Auto oder die öffentlichen Verkehrsmittel sind, wenn sie gut ausgebaut sind, eine super Alternative. Ja. Genau. Der Mario Bascho hat auch noch gefragt, hast du irgendwann... vor, dein Vermögen bis zum Lebensende zu verbrauchen oder lieber spenden, vererben? Ja, spenden, vererben ist schon so eine Grundidee auf jeden Fall, ja. Alles rausschmeißen möchte ich nicht.
Hier steht noch, mich würde mal interessieren, wie Teams Exit-Strategie aussieht. Er redet ja immer von extremem Buy and Hold, aber irgendwann wird er sich ja auch mal zur Ruhe setzen. Wie sieht da deine Strategie aus? Ja, habe ich ja gerade erklärt. Also ich habe genug passive Einnahme Möglichkeiten. Also das fängt an bei Dividenden, die sind schon, die werden ja immer größer durch den Schneeball. Und dann habe ich Mieteinnahmen und die zwei passiven Einkommensströme, die geben mir so viel Spielraum, dass ich im Grunde gar keine Verkäufe machen muss, sondern das Depot bleibt einfach sich so liegen. Aber angefangen habe ich damit noch nicht. Also ich reinvestiere alles zurzeit. Die Mieteinnahmen, die ich habe, und auch die Dividenden werden alle wieder reinvestiert, automatisch, ja. Mhm. Hier noch. Alles mit einem normalen Gehalt. Es ist der Wahnsinn. Hallo Tim, was sagst du derzeit zu Tech-Werten? Nachdem solche die ganzen letzten Jahre stark überwertet waren, sollen sie doch nun langsam interessante Möglichkeiten bieten. Auf jeden Fall. Wenn man sich so die Fangaktien anschaut, auf jeden Fall. Wir hatten es ja angesprochen. Alphabet finde ich super spannend. Die habe ich auch. Oder Amazon oder Apple oder gerade Netflix, wo ich stark investiert bin. Die haben ja sich mehr als halbiert, ein KGV von 19. Die haben Milliarden Gewinne jedes Quartal. Netto verdienen die über 1 Milliarde und Weltmarktführer. Also ich glaube, die kommen auch wieder zurück und da gibt es viele Chancen. PayPal ist stark abgestürzt. Oh, also es ist fantastisch eigentlich, zum Shoppen gehen. Der Bruno Kopp spricht jetzt nochmal das Rettungspaket an und er fragt, was du davon hältst. Hast du unsere Website ja angeschaut? Habe ich mich nicht mit beschäftigt. Dann werde ich nachher noch genau auf das Rettungspaket eingehen, Bruno Kopp. Der Tim spricht bei unserem Finanzcrash-Kongress als einer der Speaker. Und wie gesagt, der ganze Kongress ist kostenlos. Es hat sehr, sehr viele unterschiedliche Inhalte gegeben. Jeder kann sich das kostenfrei anschauen. Und wer dann auch noch tief in die Materie gehen will, kann ein Riesenpaket kaufen. Und darauf gehen wir dann noch ein, wenn die Fragen zu Ende sind. Ja, gut, dann wünsche ich allen noch einen schönen Sonntagabend. Und hoffentlich gehen alle optimistisch trotz aller Probleme, die wir haben, in die nächste Woche und in das laufende Jahr. Und jeder kann ja irgendwo schauen, dass er sich neu ausrichtet, vielleicht ein bisschen was adjustiert auf der Kostenseite, auf der Sparseite. Wie viele Versicherungen braucht man? Was ist vielleicht unnötig auf der Abo-Seite oder ein Zweitwagen? Oder kann man den vielleicht weggeben? Und dann mutig investieren und zuversichtlich sein und das wird sich gigantisch auszahlen. Es gibt noch eine Frage vom Joel, der fragt, hallo Tim, du hast mittlerweile 3 Immobilien. Wie hast du solche im Laufe der Jahre finanziert, trotzdem, dass du den Großteil deines Geldes in Aktien gesteckt hast? Ja, also ich hab das mit einer Hypothek gemacht. Ich habe meine Wohnung in Deutschland mit einer Hypothek gekauft und habe die abgestottert über teilhalb die Miete genutzt, die ich da einnehme. Das war nicht so eine hohe Belastung und die ist jetzt auch fast auf null. Also ich bin jetzt praktisch, also ich habe keine Hypotheken mehr. Also es läuft alles auf null und für die Wohnung in New York hatte ich auch eine Hypothek, die habe ich zügig getilgt. Aber was heißt zügig? Das hat auch über 10 Jahre gedauert. Aber ist eine kleine Wohnung und war eine gute Chance, weil die habe ich gekauft während der Immobilienkrise in Amerika. Ja, ich habe die Hypotheken genutzt. Und wenn du eine vermietete Wohnung hast, kannst du die ja auch geltend machen, die Zinsen, die Zinslasten, steuerlich geltend machen. Und dann tut es nicht so weh, ist aber trotzdem eine Belastung, klar. Na, Tim, dann möchte ich mich nochmal wirklich sehr, sehr bedanken, dass du die Zeit für uns genommen hast. Und jetzt werde ich auch nochmal das Rettungspaket erklären und eingehen darauf, weil in den Kommentaren viel dazu geschrieben wurde.
Eine Frage auch noch, jetzt sind viele Fragen wegen dem Firmensitz gekommen. Ja, das hat mehrere Gründe, wieso viele Firmen, auch nicht nur wir, auch viele andere großen Firmen haben ihren Sitz in anderen Ländern, oder das hat steuerliche Vorteile, das hat andere Vorteile. Das machen auch größere Firmen, das ist ganz normal, weil es gibt in manchen Ländern striktere bürokratische Hürden wie in anderen Ländern. Das ist in einer globalen Welt, glaube ich, ganz normal, oder? Das kann der Tim wahrscheinlich auch bestätigen, dass größere Firmen auch immer mal woanders ihren Sitz dann hinsetzen, wegen steuerlichen und rechtlichen Vorteilen. Jetzt gehe ich nochmal auf das Rettungspaket ein, dafür teile ich nochmal schnell meinen Bildschirm. Ich hoffe, okay, dann wünsche ich euch noch alles Gute und vielen Dank, dass ich hier dabei sein konnte. Und Albi, ich glaube, wir sind dann durch, oder? Ja, wir haben es jetzt sozusagen, ich werde jetzt noch nur das noch klarstellen mit dem Rettungspaket. Ich möchte auch noch einmal darauf hinweisen, dass um 18 Uhr das nächste Event stattfindet. Dort wird eine offene Diskussionsrunde über die ganzen Themen stattfinden, über Finanzcrash diskutiert, also unter anderem Inflation, Geldentwertung und Co. Da kann jeder gerne teilnehmen und auch wieder seine Fragen stellen. Um 18 Uhr würde mich freuen, vielleicht Tim, wenn du Zeit hast, könntest du ja auch nochmal joinen um 18 Uhr, also in 2 Stunden, knapp 2 Stunden, hätten wir noch mal eine Diskussion. Ja. Ich bin bei den Nachbarn eingeladen, die machen Frühstück jetzt gleich. Hier in New York ist jetzt 10 Uhr und dann habe ich Freunde hier, wir laufen dann rüber und da machen wir Frühstück. Das kann man, glaube ich, gar nicht sehen, hier ist alles grün im Wald. Schönes Wetter. Dann gehe ich jetzt noch mal kurz auf das Paket ein, damit das klargestellt wird. Ich hoffe, man sieht meinen Bildschirm jetzt. Kann man meinen Bildschirm sehen, Tim? Ja. Okay, dann für jeden, der in die Kommentare die Frage hat, wieso nur noch heute? Nur noch heute, weil dieser Kongress jetzt die letzte Woche stattgefunden hat. Hier läuft der Timer, der ist gleich fertig. Wir haben am 24. angefangen, also vor einer Woche. Das Rettungspaket beinhaltet natürlich alle Aufnahmen, alle Diskussionen, aber auch sehr viele Inhalte von den Speakern. Es gibt 36 Umsetzungskurse, Videokurse und Coachings und vieles mehr. Hier könnt ihr sehen, Live-Umsetzungskurse zu verschiedensten Themen, Live-Webinare, zum Beispiel auch der Sebastian hat vor ein paar Tagen über Investments in Garagenanlagen in Deutschland gesprochen, auch ein interessantes Thema, was mir davor zum Beispiel gar nicht bekannt war. Es gibt auch sehr viele Themen zu Kryptowährungen, zu Aktienhandel, ETFs, Coachings werden von einigen Speakern angeboten. Also das Paket enthält sehr, sehr, sehr viele Inhalte. Und wie schon gesagt, das kann man nur noch heute für 399 Euro kaufen, da der Kongress heute Abend endet. Wir haben um 9 Uhr den letzten Speaker und dann ist der Kongress fertig. Und es gibt 2 Möglichkeiten, das Paket zu kaufen. Entweder für 399 Euro über den Digistore oder man staked $500 von unserem eigenen Money Hero Token und kann so das Rettungspaket erwerben. Aber wie gesagt, weil hier viele Leute Kommentare schreiben, das ganze Kongress war kostenlos. Jeder hat sich dort viele verschiedene Themen anhören können. Ich bin auch sehr dankbar, dass der Team sich die Zeit genommen hatte. Und das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wir zwingen hier niemanden etwas auf. Jeder kann für sich selbst entscheiden, ob man sich das Rettungspaket holt und mit sehr, sehr vielen Experten und Experten reden kann oder auch nicht. Okay, jetzt alles klar, du. Wir sind dann fertig, oder? Genau, wir sind dann jetzt fertig, Tim. Okay. Genieß dein Essen mit den Nachbarn. Hab mich wirklich gefreut, dass du mach's da gut, warst. Gell? Tschüss. Und schönen Sonntag noch, wünsche ich dir. Ebenso, danke, ciao. Viele Tschüss. Grüße an alle. Ciao.